Herzlich willkommen zu unserem Workshop. Smart Living, nachhaltig, gerecht, selbstbestimmt. Wir haben als Bund für Umwelt- und Naturschutz auch kürzlich ein Papier rausgegeben dazu. Daran haben vor allem Rieke und Irmela gearbeitet und das liegt auch hier vorne. Wir haben, glaube ich, auch einen QR-Code dabei zum Runterladen. Genau, mit wem diskutieren wir heute? Johanna Pohl, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der TU Berlin und Umweltingenieurin. Und in ihrer Doktorarbeit hat sie zu den Energie- und Ressourcenverbräuchen von digitalen Anwendungen am Beispiel von Smart Homes geforscht. Schön, dass du da bist, Johanna. Danke. Friederike Rode, herzlich willkommen, ist Techniksoziologin und Nachhaltigkeitsforscherin am IÖW. Und in ihrer Promotion beschäftigt sie sich mit Zukunftsvisionen der Digitalisierung, mit Fokus auf Smart Grids und Smart Homes. Und am IÖW arbeitet sie außerdem in einem Projekt zu Nachhaltigkeitskriterien für künstliche Intelligenz und soziale Innovationen in der Energiewende. Herzlich willkommen. Irmela Colasso, hier zu meiner Linken, ist Psychologin und war über 10 Jahre lang Referentin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz zum Thema Energiesparen und hat dabei auch immer wieder die Auswirkungen der Digitalisierung untersucht. Sie arbeitet nun auch beim BUND zur Wohn- und Gebäudepolitik. Und Friederike Rieke Hildebrandt, herzlich willkommen, ist Ökonomin und arbeitet beim BUND zu Digitalisierung und Umweltpolitik. Also auch nochmal Irmela, schön, dass du da bist und Rieke, schön, dass du da bist. So, worüber reden wir heute genau? Also Smart Living oder Smart Home, das verwenden wir synonym, ist die kleinste Einheit in der digitalen Technik durch eine Vernetzung von Produkten, Möglichkeit der Fernsteuerung, des digitalen Monitorings und der Automatisierung im Zuhause, im Smart Home. Dort wird es verwendet. Und laut der Wirtschaftsinitiative Smart Living Made in Germany umfasst Smart Living die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung des gesamten Lebensumfeldes des Menschen, vom smarten Zuhause über die smarte Gesundheitsversorgung, die smarte Stadt, die smarte Verwaltung hin zur smarten Bildung. Also die Versprechen sind groß und jetzt frage ich mal direkt hier unsere Panelgäste, wo erlebt ihr denn das Smart Living? Vielleicht Irmela, willst du als Erstes was sagen? Also zum Glück im Privaten noch nicht so sehr. Ich scheine in einem Umfeld zu leben, was da noch nicht so drauf gesprungen ist. Aber politisch begegnet es mir in unterschiedlichsten Diskussionen. Also es wird politisch gefördert in Effizienzprogrammen. Es wird vor allem auch von der Immobilienwirtschaft immer wieder als die Lösung auch für die Probleme im Gebäudesektor verkauft. Genau, das ist mein Zugang zu Smart Living, wie ich damit konfrontiert bin. Magst du weitermachen? Ja. Ich glaube, mein Zugang ist sehr praktisch. Ich habe bis vor einem halben Jahr mit einem Staubsaugerroboter namens Tobi zusammen gewohnt. Der hat noch nach dem Chaos-Prinzip gesaugt. Und wir haben alle gehofft, dass mein Mitbewohner ihn in der WG lässt, weil er wollte sich einen neuen zulegen, der so einen Plan von der Wohnung hat und dann so in alle Ecken perfekt reinkommt und alles gut absaugt. Aber er hat Tobi dann mitgenommen, weil Tobi datensicherer ist. Genau. Und ich habe auch erfahren, als Dennis ausgezogen ist, dass er unsere Heizung regelmäßig per Smartphone ausgestellt hat. Also er hatte den Hauptmietvertrag und ich bin da eingezogen und wir hatten alle so, also so Geräte an den Heizungen und ich dachte immer, ja, Informatiker, naja. Und er hat tatsächlich unsere Heizungen ferngesteuert. Also nicht übergriffig, aber er hat immer so ein bisschen drauf geachtet, dass wenn man vergessen hat, sie auszumachen, hat er sie dann aus seinem Zimmer ausgestellt. Genau, das war meine Smart-Living-Überraschung.
Wow. Vor einem halben Jahr. Danke euch beiden. Wollt ihr noch was sagen? Ja, ähnlich wie die anderen im ganz privaten Umfeld. Bei mir persönlich zu Hause jetzt auch nicht, aber mein Vater gehört zur Boomer-Generation, die sich voller Leidenschaft die ganze Wohnung mit IoT zuknallen und ständig an seinem Smartphone hängt und den eigenen Stromverbrauch überwacht. Oh, jetzt ist die Spülmaschine angegangen. So, in der Art, aber genau. Nee, also genau, in meiner eigenen Wohnung habe ich damit auch nicht so viel zu tun. Also jedenfalls nicht, was Heizungsregulierung betrifft, vielleicht dann eher so Streaming oder so. Was ja, glaube ich, die meisten von uns haben. Aber bei mir im Büro habe ich jetzt seit einem Jahr oder so, weil wir uns beschwert haben, dass wir immer die Heizung morgens aufdrehen müssen und dann es halt ewig dauert, bis es warm wird, dass wir halt so ein Thermostat kriegen, der dann halt schon morgens um 6 anfängt zu heizen, wo man sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage stellen kann, ob das jetzt am Ende Energie einspart, wenn die immer schon morgens um 6 anfängt. Aber zumindest ist es dann schön warm, wenn wir ins Büro kommen. Der Komfortfaktor. Richtig. Ja. Und die ist natürlich auch noch nicht so, der ist natürlich auch noch nicht so intelligent, also den muss man halt programmieren. Also wenn man dann doch mal unverhoffterweise nicht im Büro ist, heizt er natürlich trotzdem das Büro. Ja. Ja, danke. Wir haben dieses Format ja ursprünglich als Fishbowl-Diskussion geplant. Jetzt gibt der Raum das vielleicht nicht so her. Nichtsdestotrotz würde ich sehr gerne noch ein paar Stimmen auch von Ihnen und von euch hören. Wie erlebt ihr das so in euren Leben? Gibt es jemanden, die oder der vielleicht auch noch was sagen möchte? Darf ich das Mikro rumgeben? Ja, cool. Wer? Ja. Ah! Ja, es sind so zwei Aspekte bei mir. Einerseits wirklich privat, weil ich sehr gern bastel und irgendwie Sachen verwerte und mir quasi ein, man nennt sich Home Assistant, so ein Open-Source-Ding, was bei mir auf dem Pi läuft zu Hause, gebastelt habe, wo ich auch alles für mich selber tracken kann und mich selbst überwache. Und auf der anderen Seite, ich habe beim DFKI gearbeitet, also Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, wo es hauptsächlich darum ging, aus ELSI-Aspekten heraus, so Smart Home, und Interaktionen mit Smart Home auch danach zu bewerten und zu schauen, wie ethisch, wie rechtlich, wie sozial verträglich ist das alles? Wie ist es, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade meine Oma überwache damit, aber dann dafür eine Fallsensorik habe und weiß, dass die jetzt hingefallen ist? Ob man dann zum Beispiel so ein paar Privatsphärenaspekte wegnehmen kann oder nicht? Mhm. Genau, also die zwei Ebenen. Danke. Spannend. Da kommen wir noch drauf. Ja, haben wir einen Beitrag gehört. Wie gesagt, wir wollen das gerne interaktiv gestalten. Ich frage immer mal und wir freuen uns über Rückmeldungen auch aus dem Publikum. So, dann wollen wir doch mal gleich eins der Themen, was hier schon ein paar Mal genannt wurde, aufgreifen. Wie sieht's denn aus mit der Energieeinsparung durch ein Smart Home? Die staatliche Förderung von Smart Living wird ja auch damit begründet, dass es eben so stark zum Energiesparen beitragen soll. Außerdem wächst der Sektor stetig. 2022 wurde der Umsatz auf dem deutschen Smart Home Markt auf fast 6 Milliarden geschätzt. Und bis 2026 soll er auf 9 Milliarden Euro anwachsen. Und als großes Argument kommt eben immer wieder die Nachhaltigkeit, insbesondere die Einsparung von Energie. Und das ist ja nun gerade mit Blick auf diesen Winter besonders interessant. Franziska Brandner hat ja schon auch schon für die Smart Meter Werbung gemacht. Da können wir auch gleich nochmal vielleicht was dazu sagen. Da ist hier die Expertise unter unseren Referentinnen auch vorhanden. Ich würde gerne direkt mal Johanna fragen. Du hast in deiner Promotion ja zu Energieverbräuchen und Einsparpotenzialen geforscht von Smart Home.
Wie schätzt du dieses Versprechen ein, dass ich mit Smart Home Energie sparen kann? Ja, also ich glaube, wir müssen grundsätzlich erstmal so ein bisschen sortieren, wenn wir von Smart Living und Smart Homes sprechen, in Zusammenhang mit Energieeinsparungen oder auch Umweltschutz. Um welche Geräte sprechen wir insgesamt? Smart Home ist ja ein großer Sammelbegriff. Wir haben jetzt hier gerade schon gehört, es geht irgendwie um so ein bisschen Health, das kann man darunter fassen. Es geht um Streaming, es geht um Komfort, als du von deiner Heizung, die früh um 6 anfängt, erzählt hast. Ganz viele Anwendungen gehen auch um Licht, um irgendwie einfach sehr viele Bereiche, sehr viele Funktionen, die wir unter dem Begriff Smart Home fassen, und ein Teil, aber eben auch wirklich nur ein Teil dessen, hat tatsächlich so einen Einspareffekt. Wenn wir von der smarten Heizungssteuerung sprechen, im Sinne von, die Heizung wird reguliert, dass sie zum Beispiel nicht über 20 oder über 19 Grad Raumwärme geht. Die Heizung hat einen Modus, dass sie erfasst sind, ist das Fenster im Raum auf, dann geht die Heizung aus. Die Heizung hat einen Modus, dass sie erfasst, und das muss auch alles, kann total datenschutzkonform sein, sage ich jetzt schon mal vorab, dass sie schaut, sind Leute im Raum oder nicht, entsprechend wird die Heizung runtergefahren. Bei solchen Anwendungen, auch wenn wir Glühbirne, es sind irgendwelche Leute im Raum, Sensoren, wenn wir von solchen Anwendungen sprechen, dann sieht man natürlich, dass da ein Einsparpotenzial da ist, und ich sage bewusst Potenzial, denn es ist quasi, es ist sozusagen nicht automatisch gegeben, dass Energie eingespart wird, da komme ich gleich dazu. Wir haben aber auch sehr viele Anwendungen im Smart-Home-Bereich, und ich glaube, das ist prozentual gesehen eher der Großteil dessen, was verkauft wird, die gar nicht das Ziel haben, Energie einzusparen. Und bei solchen Geräten kann man dann natürlich sagen, das hat mit Umweltschutz gar nichts zu tun. Das heißt, wenn wir über Smart-Home und Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir sehr klar erstmal differenzieren, über welche Geräte geht es, über welche Geräte geht es nicht. Das ist gleichzeitig auch eine Kritik am unregulierten Smart-Home-Markt, dass quasi eine Normung oder eine DIN-Norm, wie auch immer, fehlt, zu sagen, okay, das werden wir unter der Bezeichnung Smart-Home vertreiben und das nicht. Du kannst irgendwie mittlerweile alles als Smart-Home bezeichnen, auch die Bohrmaschine, die irgendwie die Bohreinstellung speichert und mit WLAN-Code ansteuerbar ist, was es gibt, ohne Scheiß von einem namhaften Mensch, einer namhaften Firma, die man im Baumarkt finden kann. Also alles wird darunter subsumiert, und nur ein gewisser Anteil an Geräten hat überhaupt ein Potenzial, Strom zu sparen. Das ist Punkt Nummer 1. Dann kommen wir dazu, wir reden hier sehr viel bei der Bits und Bäume glücklicherweise über Ressourcen, Ressourcenabbau, welche Materialien sind in Geräten drin. Die sind natürlich auch stromintensiv, CO2-intensiv. Das gilt natürlich für alle Geräte. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf einen gewissen Anteil an Geräten beschränke, die überhaupt das Potenzial zum Energieeinsparen haben, muss ich von diesem theoretischen Potenzial natürlich abziehen, wie hoch sind die Energieaufwendungen in der Produktion der Geräte, und erst dann kann man natürlich in der Nettoperspektive anfangen, darüber zu sprechen, dass tatsächlich Energie eingespart wird. Das heißt, wir haben aus diesem großen Topf Smart Home sowieso nur einen geringen Teil oder einen Anteil, wie groß auch immer er sein mag, der überhaupt das Potenzial zum Energieeinsparen hat. Davon muss dann auch abgezogen werden, die Produktionsaufwendungen, und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, welche Einstellungen ich sozusagen primär den Geräten quasi eingebe. Wenn ich jetzt meine Heizung, weil ich eine schöne smarte Heizungssteuerung habe, mit 24 Grad einstelle, 24 Grad Raumwärme, dann werde ich eher keine Energie einsparen, sondern dann wird meine Wohnung immer wunderschön warm sein, zu warm vielleicht sogar, aber damit spare ich keine Energie ein. 20 Grad ungefähr ist das Wärmeziel auch noch. Also vor dem Ukraine-Krieg, jetzt spricht man von 19 Grad. Das hat natürlich alles Hintergründe. Also man sieht daran, dass oder an dem, was ich jetzt gerade sage, ist, dass Potenzial da ist, beschränkt, aber dieses Potenzial muss auch bewusst angesteuert werden, und es ist eigentlich sehr viel Raum dafür da, dass Smart Homes eher in eine andere Richtung gehen, nämlich in mehr Energieverbräuche, mehr Ressourcenaufwendungen, als dass es primär erstmal was zum Umweltschutz beiträgt. Aus meiner Sicht, um das jetzt noch kurz abzuschließen, ist Smart Home wieder ein sehr schöner Begriff, der uns ein Gerät suggeriert, womit man automatisch nur durch den Kauf eines Gerätes Energie einsparen kann, und dem ist auf jeden Fall nicht so. Danke, Johanna. Das macht es spannend, glaube ich. Du hast viele Sachen angerissen, die wir auch noch mal im Detail heute besprechen. Ich würde trotzdem noch mal gerne Irmela ganz konkret fragen, wenn ich jetzt mich auf die Geräte fokussiere, die tatsächlich Energieeinsparpotenziale haben, ist es sinnvoll, im Hinblick auf den Winter jetzt mich einfach wirklich hochzurüsten und massiv in solche Geräte zu investieren? Also ich meine, so viele gibt es ja gar nicht.
Ne? Also ich glaube, da ist man ziemlich schnell am Ende mit dem Hochinvestieren in irgendwas. Und die Frage ist ja auch, wer kann sich es überhaupt leisten, dann wirklich in die Sachen zu investieren, die Energie sparen. Also ich meine, so eine Heizungsanlage, vieles, was sinnvoll ist, wie ein Monitoring des Energieverbrauchs, der ne, läuft die Anlage effizient. Das ist was, was GebäudeeigentümerInnen machen können, die jetzt auch sowieso angehalten sind, ihre Heizung effizient zu optimieren. Aber wer hat darauf Zugriff? Also die Menschen, die jetzt gerade wirklich am allernötigsten Energieeinsparungen bräuchten, haben meistens gar nicht die Chance, wirklich große Einsparungen durch digitale Technik zu erreichen. Ganz grundsätzlich würde ich auch insgesamt ein bisschen so davor warnen, den Blick in der ganzen Debatte zu sehr auf dieses Persönliche zu heben und zu sagen, so und alle duschen jetzt so ein bisschen kürzer und machen ein bisschen in die Digitalisierung und dann rocken wir den Winter schon. Und wir haben einfach ein sehr großes Versagen der letzten Jahrzehnte, was die Energiepolitik angeht, gerade im Gebäudebereich, gerade im Wohnbereich. Wir haben 85% der Gebäude, die nicht kompatibel sind mit den Klimaschutzzielen. Also wir haben einen unglaublichen Sanierungsstau. Und ich wehre mich so ein bisschen gegen diese Vision, dass wir jetzt mit Digitalisierung alles schnell retten und dann ist gut und dann muss nicht mehr viel gemacht werden. Also ich glaube, es gibt größere Baustellen, die wir gerade heben müssen. Wir müssen auch gucken, wie sozial gerecht sind die Lösungen, die wir haben. Wie kommen die Einsparungen genau da an, wo sie am allermeisten gebraucht werden? Dafür brauchen wir ein Ordnungsrecht. Also ich glaube, die Vorgaben, jetzt Heizungen zu optimieren, sind richtig. Da kann von mir aus auch digitale Technik mit rein. Alles schön und gut, aber ansonsten, ja, vielleicht könnte man jetzt gerade Menschen mit geringem Einkommen nicht nur mit LEDs ausstatten, sondern auch mit steuerbaren Heizungsventilen. Ne? Also das, da, wo es nachweislich Energieeinsparungen gibt, kann gerne gefördert werden und dann aber auch gezielt da, wo die Menschen sich es nicht leisten können. Und grundlegend aber ne, die Potenziale, wenn ich ein Gebäude saniere, kann ich 80% Energie einsparen, nur so im Vergleich. Und ich weiß nicht, Johanna, was du sagen würdest. Kannst du eine Hausnummer sagen? Ist im einstelligen Bereich wahrscheinlich die Einsparung. Ne? Auch hier, zumindest ich, die Studien, die ich kenne, die sprechen von 5-20% Heizungsenergieeinsparungen. Das sind aber, muss man dazu sagen, wenn man genauer in die Studien reinguckt, gerade die Studien, die so hohe Einsparmöglichkeiten messen, in Anführungsstrichen, das sind, wenn es überhaupt Messdaten sind, sind das größtenteils in Nicht-Wohngebäuden in einem Laborexperiment überlegte oder aufgenommene Messzahlen. Ich kenne eine einzige Studie und wie gesagt, das ist die, die ich kenne. Vielleicht habt ihr irgendwie da noch mehr Studien gelesen, dann interessiert mich das sehr. Ich kenne eine Studie, wo über smarte Heizungssteuerung, über eine Langzeitmessung geguckt wurde, wie viel Heizenergie kann eingespart werden durch eine Heizungssteuerung und gleichzeitig auch durch ein Feedback, wie viel Heizungsenergie ich gerade verbrauche oder wie warm meine Wohnungs- oder Zimmertemperatur ist. Da gab es dann 4% an Einsparungen in der Summe. Das ist natürlich, wenn man es individuell sich anschaut, teilweise sehr hohe Einsparungen, teilweise genau das, was ich vorhin gesagt habe, eben mehr Verbräuche durch wärmere Wohnräume zum Beispiel. Ich kenne 4% an Einsparungen und das ist viel zu wenig, wenn ich das aufwiege oder aufrechne mit den Produktionskosten, quasi Energie, CO2 und von den Materialien wollen wir gar nicht sprechen, weil da kann ja nichts eingespart werden. 4% sind auf jeden Fall zu wenig und die 20% Zahlen, die ich rumgeistern sehe, die kommen aus einem theoretischen Raum und die sind meines Erachtens nicht in der Praxis realisierbar. Vielleicht gibt es andere Studien, würde mich interessieren, aber ich kenne das nicht. Wollen wir es mal kurz ohne Mikro probieren? Ja, gerne. Genau. Also ich kenne keine Studie. Sorry. Aber was ich auf jeden Fall nochmal interessant finde, ist doch der Blick, wenn wir sagen Digitalisierung und Wohngebäude beispielsweise, das Smart Living, welches Ziel verfolgen wir? Das, was ich jetzt gerade erlebe auf dem Markt, ist, wie kriegen wir maximalen Komfort mit so wenig wie möglich Energie? Irgendwie. Ja, also wie können wir weiter schön kuschelig warm, aber mit einem guten Gefühl zu Hause sitzen. Das Zweite ist, dass ich halt denke, dass wenn wir an Gebäude herangehen, uns insbesondere um die Menschen kümmern müssen, die vielleicht so etwas selbstständig gar nicht steuern können. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel mit einer Pflegeeinrichtung, mit einer Kindertagesstätte, die auch immer gehen, dass man eben schaut, wenn wir uns mit Digitalisierung verhelfen, mit gesund, also unter Berücksichtigung, wir bleiben gesund, ja, also sozusagen, also wie viel Temperatur ist gesund für einen Mensch, der 18 Jahre alt ist und eine Diabetes hat und so, ne, und bettlägerig ist, also
Das heißt, unter der Berücksichtigung dieser ganzen Aspekte zu schauen, wie können wir maximale Energie einsparen und tatsächlich dabei gesund zu sein und ein gutes Leben zu führen, ohne dass man das selber wissen muss. Ja? Weil ich glaube, diese Intransparenz, das haben wir ja, ich glaube, das erleben wir jetzt alle das erste Mal, dass darüber gesprochen wird, dass man mit, weiß ich, kürzeren Duschen 5,20 Euro im Monat spart, keine Ahnung, so, ne? Weiß doch gar kein Mensch. Ne? Und das heißt, dass man irgendwie, glaube ich, schon dahin arbeiten muss, sondern wir haben jetzt ein Wissen, dieses Wissen machen wir über den digitalen Prozess verfügbar, aber die einzelnen Aspekte, die berücksichtigt werden, vielen Dank. Also auch auf den sozialen Aspekt wollen wir auch noch mal heute eingehen. Ganz, ganz wichtig. Vielen Dank. Noch mal Rike. Genau. Ich glaube, Rike, als Ökonomin, du hast auch noch mal einen Blick auf diese individuelle Energieeinsparung. Ja, vielleicht. Ich finde das, was Sie gesagt haben, auch unter dem Aspekt total spannend, dass diese Frage, wie hilft uns Digitalisierung jetzt über diesen Winter, die kam zum Beispiel, wir, Friederike und ich, haben das Pressebriefing zusammen gemacht vor der Konferenz und das war tatsächlich eine der Fragen, so dieses, aber wir haben ja jetzt diese schwierigen Monate vor uns, können wir da nicht was mit Digitalisierung machen? Und ich finde, das ist sehr eindrücklich, also diese Perspektive auf digitale Technik und halt auch gerade im Gebäudebereich, so dieses, können wir damit jetzt nicht irgendwie den großen Wurf machen? Und ich finde es immer sehr spannend, dass damit auch der Blick der Debatte so weggelenkt wird von dieser politischen Frage, die da drin steckt, zu sagen, es ist ja ein Verteilungsproblem. Also wir haben eine bestimmte Menge an Energie, die hat einen Preis, ja, aber wir müssen halt auch gucken, dass diese Energie so verteilt wird, dass alle genug davon bekommen und warm durch den Winter kommen und so. Und das wird so gerne so weggelenkt mit diesem, also wir reden im BUND immer von Technofixes, also so, man könnte natürlich strukturell daran gehen, aber man könnte auch probieren, da technisch was zu machen. Und ich finde, man kann das gerade total stark beobachten. Und ich finde, das mit dieser Gesundheitsaspekt ist auch total wichtig, wenn wir, weil ja an dieser digitalen Technik oder an Fernsteuerung hängt ja auch, wer kann denn eigentlich dann entscheiden, wie warm zum Beispiel Wohnungen sind. Also es gibt ja zum Beispiel große Wohnungsunternehmen, die schon angekündigt haben, dass sie die Temperatur nachts runterregeln wollen und das einfach machen. Was irgendwie im Breiten so klingt, naja, nachts braucht man ja auch gar nicht so viel, ist man ja eh im Bett, aber gerade wenn man dann in Einzelfälle guckt, also Menschen, die pflegebedürftig sind oder auf bestimmte Bedürfnisse angewiesen sind, bei denen passiert das dann einfach. Und die können sich dagegen gar nicht wehren. Also es ist in dieser smarten Kontrolle ist halt auch super wichtig, dass es halt diese Selbstbestimmung weiterhin gibt. Und man muss auch immer die Frage stellen, wer kontrolliert das denn dann? Genau, das fand ich super spannend. Und ich finde diese Frage mit, wie kommen wir mit digitaler Technik über den Winter, mich hat das selber total überrascht, dass die tatsächlich jetzt schon mehr als einmal auf dieser Konferenz gestellt wurde. So, also genau. Vielleicht, Friederike, willst du auch noch mal was dazu sagen? Genau, also ich fand die Frage auch ganz interessant und als ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht, im Grunde genommen gar nicht. Weil, also wenn man sozusagen aus einer ökologischen Perspektive wirklich die Digitalisierung im Haus, Gebäudebereich, whatever sozusagen nutzen wollte, dann bräuchte man ja noch ganz viele andere Sachen. Also man bräuchte dann irgendwie einen Smart Meter und einen Smart Meter Gateway und man bräuchte einen flexiblen Stromtarif, wo irgendwie der Strom dann günstiger ist, wenn viel erneuerbare Energien im Netz sind und so weiter und so weiter. Also sozusagen, was da tatsächlich an Einsparpotenzialen dranhängt, hat halt auch sehr viel ja mit der Transformation sozusagen des Energiesystems zu tun. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, dass wir da in Deutschland einfach noch lange nicht an einem Punkt sind, wo das irgendwie möglich wäre. Also wir diskutieren seit 2015 über einen flexiblen Stromtarif, kriegen es einfach nicht auf die Reihe, das irgendwie reguliert zu kriegen sozusagen. Wir haben keinen Smart Meter, wir haben kein Smart Meter Gateway, geschweige denn geklärt, wer auf wann, auf welche Daten aus diesem Smart Meter Gateway zugreifen kann und so weiter und so fort. Also sozusagen die Potenziale jenseits der Heizungssteuerung, was man als Letztverbraucherin und Letztverbraucher tun kann, sondern wirklich im Hinblick auf das Energiesystem, die können wir, glaube ich, nicht heben, auch wenn es
theoretisch sozusagen möglich wäre. Und man muss aber natürlich auch so ein bisschen dazu sagen, das geht anderen Ländern auch so. Es gibt sicherlich Länder, die da schon weiter sind und die dann schon wirklich auch, wo da auch schon verschiedenste Sachen ausprobiert werden. Aber es gibt auch ganz viele Länder, wo es eben auch genauso wenig oder schlecht funktioniert hat. Und man muss halt einfach sagen, auch mit dem Smart Meter, es ist im Endeffekt so ein bisschen das gleiche Thema. Der Smart Meter selbst spart ja erstmal überhaupt gar keine Energie. Wenn überhaupt, braucht man irgendwie eine Möglichkeit, also ein Endgerät, was mir irgendwie ein Feedback gibt, wo ich halt weiß, okay, wie viel Energie verbrauche ich. Und auch dann sind die Einsparpotenziale begrenzt, sondern im Grunde ergeben sie sich halt wirklich dadurch, dass man sagt, man versucht, die Nutzung von erneuerbaren Energien in irgendeiner Form zu verbessern sozusagen. Und dann würde es wirklich was bringen. Aber das ist halt leider nicht so richtig möglich, noch nicht zurzeit, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht ganz kurz ein Aspekt auch noch, vielleicht muss man, um über den Winter gut zu kommen, die Leute eher davor warnen, jetzt auf Digitalisierung zu setzen, überlege ich mir gerade. Also, gerade weil wir so wenig Energiesparanwendungen haben, die Sinn ergeben, und wer sich breit ausrüstet und irgendwie alles ständig auf Standby hat, hat einfach im Jahr schnell mal einen Verbrauch wie ein Kühlschrank zusätzlicher. Und das finde ich gerade in den Zeiten, vielleicht kann man da eher die Awareness nutzen, um irgendwie zu zeigen, setzt nicht zu viel auf Digitalisierung. Ich will jetzt keine große Gegenrede starten, aber eine kleine Rede für Differenzierung und auch ein bisschen vielleicht für das ein oder andere Gerät eine Bahn brechen. Denn ich glaube, zum einen müssen wir stark differenzieren. Das geht hier im Podium, aber auch generell immer ein bisschen durcheinander. Meines Erachtens geht es um Heizungsenergie, die wir einsparen wollen. Geht es um Strom, die wir einsparen wollen. Also ich glaube, die gesamte Diskussion mit Smart Meter, Smart Meter Gateway, flexible Strompreise, teile ich komplett eure Meinung. Ich würde es bei Heizenergie ein bisschen anders sehen, wenngleich ich auch nochmal betonen will, was Irmela gesagt hat. Sanierung ist ein viel größeres Brett, was man sozusagen bohren kann. Die Einsparmöglichkeiten durch eine smarte Heizungssteuerung oder eine automatisierte Heizungssteuerung, will ich das vielleicht erstmal nennen, die sind vorhanden, aber die sind nicht so groß. Dämmung etc. pp. Hat einen viel größeren Hebel, aber es gibt die Möglichkeit, durch eine Heizungsautomatisierung im niedrigsten Fall Energie einzusparen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man sich ein komplettes Smart-Home-System zu Hause anschaffen muss, die mit Geräten, die auf Standby sind, mit Schnickschnack, mit Pipapo. Ich würde schon sagen, dass es möglich ist, wenn ich als Verbraucherin feststelle, mein Energieeinsparverhalten zu Hause ist nicht wirklich gut. Ich vergesse abends die Heizung auszustellen. Ich vergesse die Heizung auszumachen, wenn ich das Fenster aufhabe. Ich vergesse irgendwie, weil mir dann plötzlich kalt ist, die Heizung runterzudrehen und mir eine Decke anzunehmen. Also ich sehe da schon die Möglichkeit, wenn wir kurzfristig Heizenergie einsparen wollen, dass es durchaus möglich ist, mit Heizkörperventilen, in denen man sozusagen als Verbraucherin selber, ich muss dazu sagen, ich wohne in einem sehr alten Haus, wir haben noch diese alten Drehregler, wo irgendwie vollkommen unklar ist, was die Heizung macht. Und es ist durchaus möglich, mit sozusagen Heizkörperventilen 20 Grad einzustellen und dann, wenn ich vorher eher sehr viel Strom oder Heizenergie verbraucht habe, da Energie einzusparen. Das Potenzial ist begrenzt, aber es ist vorhanden. Ich würde insgesamt dafür plädieren, dass man differenzierter sich dem Einspareffekten im Haushalt mit Technik widmet. Und ich würde dem aber jetzt keine generelle Absage erteilen. Aber genau, mein Punkt. Aber hier meldet sich die ganze Zeit schon jemand. Ich bin irritiert, weil ich denke, willst du was dagegen sagen, was ich jetzt hier gerade sage? Da hat sich auch jemand gemeldet. Ja. Wir müssen nur die Technik endlich weit genug entwickeln und das rettet uns dann und wir müssen uns selber dadurch nicht verändern. Das ist ja genau das, warum ich diese Frage stelle. Haben wir die Technik schon, können wir sie endlich einsetzen? Gibt es denn Zahlen, jetzt gehen wir über, wir haben jetzt von hier so ein paar Zahlen gehört, nur 4%, wenn es gut läuft. Gibt es denn Zahlen, was wir sparen, wenn wir Skiunterwäsche anziehen? Oder, ich meine, einfach nur um mal so Potenziale entgegenzuhalten. Also wo sind wirklich die Hebel und Ja, ich bin dafür, Technik einzusetzen und zu unterstützen, dass wir das Verhalten ändern. Das wäre sozusagen mein Wunsch. Das
die große Frage an die UmweltpsychologInnen. Lasst uns doch bitte unser Verhalten ändern. Ja, Verhaltensänderungen sind ungefähr das Schwierigste, was man erreichen kann, glaube ich. Naja, also jetzt gerade im Gebäudebereich ist einfach der größte Hebel, die Gebäude energetisch fit zu machen, das heißt Gebäudedämmung. Ne? Und aber auch, deswegen meinte ich, ne, von wegen kurzfristige Potenziale, eine Heizung zur Optimierung, zu optimieren, eine Heizungsanlage ist halt so maximal unattraktiv. Also das, da würde irgendwie niemand groß für werben. Und aber das wirkt. Ne? Also da würde ich wirklich sagen, im Heizungskeller wirklich Digitalisierung auch nutzen und dann läuft das Ding besser und so weiter. Ne? Und das gerade Mehrfamilienhaus tipptopp, dann profitieren ganz viele davon. Aber darüber spricht halt niemand, der über Smart Home und Smart Living spricht. So, ne? Da ist halt ganz viel anderes. Und die Skiunterwäsche, also 1 Grad Heizenergie einsparen, sagt man immer, spart ungefähr 5-6% Energie. Also wenn die Skiunterwäsche hilft... Und gleichzeitig die Heizung runtergestellt wird, muss man ja dazu sagen. Das, also, man kann sich auch mit Skiunterwäsche bei 24 Grad wohlig warm fühlen, dann kommen dann eher 6-12% on top. Ist kompliziert. Genau, wir haben noch 2 Wortmeldungen. Ich glaube, dort hier und dann dort. Und mit Blick auf die Zeit, glaube ich, schauen wir dann, dass wir noch zum nächsten Thema auch kommen. Quasi nur unterstützen, was gerade von der Schule gekommen ist. Ich denke auch, das Bewusstsein muss geschärft werden. Und da gibt es mit Sicherheit unterschiedlichste Möglichkeiten, auch durch smarte Technik. Ich denke, wofür die Technik nicht da sein sollte, ist, andere Technik zu optimieren, sondern die Technik ist schon das Werkzeug für uns. Und jetzt das nächste Gerät zu haben, was das nächste Gerät optimiert und das wiederum das nächste Gerät optimiert, das ist eine Iteration, die am Ende nur nach hinten losgehen kann. Ich denke, was zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit wäre, eine Darstellung nicht dessen, wie viel habe ich verbraucht, sondern wie viel muss ich am Ende des Jahres zahlen. Wenn ich zu Hause bei mir im Wohnzimmer die ganze Zeit eine Uhr stehen habe, die mir sagt, was am Ende des Jahres bei rauskommt, dann kann ich das jeden Tag weiter optimieren. Und ich glaube, mir fällt jetzt kein guter Spruch dazu ein, wie man das nennen soll, aber so richtig die Leute halt wirklich an der Wurzel packen, das ist das Geld. Danke. Hier war noch eine Wortmeldung. Oder wollt ihr direkt darauf wir können noch ja was sagen? Wir können doch mal sammeln. Wir können das jetzt mal sacken lassen und haben noch eine Wortmeldung. Danke. Das Thema Compliance auch noch. Also genau das, was ich immer hinterher gesagt habe. Ich glaube, ganz viele Menschen wollen und wissen auch vielleicht auch nicht genau, was sie machen sollen. Du hast gerade auch gesprochen, jetzt sind ja diese alten vergilbten Fehldeckel an der Wand, du weißt nicht genau, was sie machen. Und das ist zum Beispiel auch total sinnlos. Und im Aspekt haben ganz viele Leute so eine Therme, so eine Gasetagenheizung, die hängt irgendwie an jedem einzelnen Heizkörper so einen smarten Laser, der irgendwie aus- und einschaltet. Und aber haben wir irgendwo eben dieses gelbe Ding, was an irgendeinem Raum, was der Leitraum ist, danach regelt. Und wenn dann zum Beispiel in dem Raum einfach Kälte gemacht wird, dann heizt die Therme die ganze Zeit durch und dann heizt sie noch den geschlossenen Thermostat an. Dann muss eben auch das Richtige eingesetzt werden. Danke. Insgesamt, also wie gesagt, wir reden über Smart Home und wir reden über Smart Heating, aber man muss einfach nochmal sagen, was Irmela vorhin gesagt hat, der Gebäudebestand ist so alt, der Heizungsbestand ist so alt, wenn man sich die Statistiken anguckt und gerade jetzt durch den Ukraine-Krieg, das irgendwie nochmal viel bewusster einem wird, 65% aller Heizungen ungefähr mit Gasheizung, es gibt Etagenheizungen, es gibt Wohnungsheizungen, also das ist so unglaublich alt und das in einem Land, was irgendwie made in Germany und wir sind ein Ingenieursland, also ich will jetzt hier gar nicht mit irgendwelchen Nationalismen anfangen, null, aber es ist einfach wirklich zum Himmel schreiend, mit welcher Technik wir uns eigentlich die ganze Zeit umgeben und parallel dann Narrative bedienen oder bedient werden, die irgendwie das, eigentlich das genaue Gegenteil verheißen. Das ist wirklich absurd. Danke. Jetzt haben wir schon gemerkt, das Thema Energiesparen ist uns sehr präsent gerade und deshalb nimmt das auch viel Raum ein. Es gibt allerdings ja nicht nur die Energieaspekt der Digitalisierung, sondern auch die Rohstoffe und den Ressourcenverbrauch. Im Vorfeld dieser Konferenz hier gab es so eine Postkarte, die Cloud ist aus Gold, Kobalt und Lithium gebaut. Also der Ressourcenverbrauch der Digitalisierung ist hoch
Und Johanna, wie ist das im Ressourcensektor? Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Die Wissenschaft sagt, gebt mir Daten, denn wir wissen nichts. Aber wir können das natürlich herleiten. Genauso wie die Cloud aus Kobalt, Gold und anderen kritischen Rohstoffen oder kritischen Metallen gebaut ist, wissen wir natürlich, dass in jeder kleinen Elektronik, und das ist genau das, was sich hinter IoT-vernetzten Geräten, die es das verbirgt, auch diese Stoffe drin sind. Natürlich zu geringen Prozentzahlen, wenn ich es aber aufsummiere mit den Milliarden an IoT-Devices, auch für das Zuhause sozusagen, für den Wohnbereich, die verwendet werden, kommen wir auf Summen, ich habe jetzt keine Zahlen, aber das sind dann eben nicht nur 0,001%, sondern wird das kritische Mineral irgendwie greifbarer. Und genau, ich denke, das ist erstmal so ein Standpunkt, also das heißt Standpunkt, das ist erstmal so eine grundsätzliche Aussage. Insgesamt fehlt es wirklich an Zahlen, an Daten. Es gibt 1-2 grobe Studien, die irgendwie mal so ein bisschen versuchen, einmal für eine globale Perspektive, einmal mit dem Fokus auf die Europäische Union zu schauen, welche Rohstoffe werden eigentlich verbraucht im digitalen Sektor für eben global oder eben für Europa. Da sind sehr viele Lücken, das geht mit sehr vielen Annahmen einher, aber man kann sich das einfach so ein bisschen zusammensuchen und sagen, es ist eine harte materielle Basis, mit der wir hier, über die wir sozusagen reden. Mhm, danke. Und nun geht viel Material rein. Gleichzeitig wirbt die Industrie ja nun auch mit einer Kreislaufwirtschaft und sagt, das wird eben auch alles recycelt und wiederverwendet. Rike, was ist deine Haltung dazu? Unsere Referentin für Kreislaufwirtschaft im BUND würde jetzt sagen, es gibt keine Kreislaufwirtschaft in dem Sinne. Genau, also dieser Begriff wird ja sehr, sehr viel benutzt dafür zu sagen, naja, wir wenden jetzt viele Ressourcen auf und die gehen dann in diese Geräte oder allgemein in Konsum- oder Industriegüter und dann führen wir sie aber einfach zurück in den Kreislauf, indem wir sie gut recyceln. Und man muss einfach sagen, dass insgesamt haben wir keine besonders hohe Recyclingquote in Europa, aber gerade bei Elektrogeräten. Ich hab Zahlen mitgebracht, aber so wie du sagst, es gibt nicht so viele Zahlen, sind sie wahrscheinlich anfechtbar, aber ich glaube, 35% der verarbeiteten Rohstoffe werden recycelt und bei Elektrogeräten sind es noch weniger. Und gerade im Smart Home oder Smart Living Bereich, ich glaube, sowas wie Heizungsthermostate oder so werden noch relativ lange benutzt, aber sobald wir so in den Entertainment Bereich gehen, sind einfach diese Geräte wahnsinnig kurzlebig. Also sie sind kurzlebig, weil es was Neueres gibt, aber sie sind auch nicht darauf ausgelegt, besonders lange zu halten. Und diese gesamte Technik, die da drin verbaut ist, lässt sich einfach nicht gut wieder auseinanderfriemeln. Also der eigentlich 90% von solchen Geräten sind einfach Elektroschrott. Der gelandet im Hausmüll oder der wird, selbst wenn er gerecht oder so entsorgt wird, wie wir uns das vorstellen, landet er meistens im globalen Süden auf irgendwelchen Mülldeponien. Das heißt, diese ganzen Ressourcen, die wir fördern, gerade so Kobalt, Lithium und Gold, wie auf der Postkarte steht, die werden gefördert, aber sie werden nicht wieder eingesetzt. Und da hängen auch einfach wahnsinnig ungerechte Prozesse dran. Also in einem anderen Workshop, den es vor uns gab, wurde zum Beispiel dieses Beispiel gebracht, 50% des Kobalts weltweit kommt aus dem Kongo. Das wird da gefördert, ich glaube, von einem Schweizer Bergbauunternehmen, die auch den größten Teil des Gewinns daran machen. Und dort haben laut den Statistiken, die ich gefunden habe, 14% der Menschen Zugang zum Internet. Also dieses Kobalt, das dann in meinem Saugroboter durch meine Wohnung fährt, kommt aus einem Land, wo Menschen überhaupt keine Perspektive haben, einen Saugroboter zu besitzen. Genau. Das heißt, die Kreislaufwirtschaft ist auch so ein politisches Konstrukt, das immer gern benutzt wird, auf das wir aber eigentlich nicht zurückkommen und was auch so ein bisschen so, ich finde, wie so eine Lösung klingt, die so sagt, wir holen es einmal rein und dann bewegt es sich immer im Kreis und auch immer in Europa, aber es ist eigentlich so, es kommt aus dem globalen Süden, dreht hier so eine Schleife und geht dann eigentlich wieder zurück. Und das ist total problematisch. Ja, danke, Rike. Also auch nochmal den Aspekt der globalen Gerechtigkeit reinzubringen. Wo kommen eigentlich die Rohstoffe für unsere Saugroboter her und
wo landen dann diese Geräte als Elektroschrott und wer ist dann auch damit befasst, diese Stoffe da wieder rauszuholen? Also wir wissen ja, dass es da auch ganz große, das große humanitäre Katastrophe ist mit Arbeit von Kindern im globalen Süden. Also auch diesen, da kannst du gerne noch mal was zu ergänzen, Friederike, bitte. Was ich noch mal anbringen wollte als Aspekt, also du hattest es ja schon angesprochen, so von wegen Reparierfähigkeit und so weiter, also was wir halt auch sehr, sehr stark beobachten, so in der Entwicklung, sage ich mal, des Smart-Home-Marktes, dass es halt, also dieses ganze Thema Interoperabilität und offene Technologie, das ist halt wahnsinnig schwierig, also die sind halt dann einfach offen, die können halt nicht, die Protokolle können nicht miteinander kommunizieren oder weiß ich nicht was. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Problem. Also nicht nur dieses Kreislaufproblem, also was, oder was heißt, wir haben ja gar keinen Kreislauf, sondern eben auch, kann man die Geräte dann eigentlich weiter nutzen oder muss ich das Gerät dann weghauen, nur weil jetzt irgendwie der Smart Home Anbieter irgendwie pleite gegangen ist oder so, ne? Also das ist halt, das passiert halt alles. Und da muss man sich dann halt schon gerade vor diesem Rohstoffhintergrund fragen, warum wirft man dann diese wertvollen Rohstoffe halt weg, die dann noch nicht mal irgendwie recycelt werden können? Und es ist halt schon auch so, dass dann halt irgendwelche Techies schreiben, ja, ich habe mir hier für 100 Euro, kann man sich ein Smart Home bauen. Total super, funktioniert, interoperabel, offen, Open Source, kann man auch Energie mit einsparen. Ne? Also es ist auch so ein bisschen diese Perspektive, welche Interessen stecken vielleicht auch dahinter, solche Systeme dann halt zum Beispiel proprietär und geschlossen zu halten, anstatt halt irgendwie dafür zu sorgen, dass es halt wirklich eine Interoperabilität gibt und man halt alles mit allem, also jedes Gerät sozusagen mit jeder Software sozusagen nutzen kann. Ne? Also es ist halt, das hängt halt auch alles ein bisschen miteinander zusammen. So. Danke. Ja, da gibt es eine Wortmeldung, bitte. Frage, wenn es jetzt darum geht, also Smart Living ist ja an sich ein großes Sammeln von Daten. So, also das heißt, da werden ganz, ganz, ganz viele Daten gesammelt und gegebenenfalls arbeiten wir miteinander oder lösen etwas aus oder wie auch immer. Gibt es denn da auch in der Forschung oder beziehungsweise in der aktuellen Bewegung, wie auch immer, schon Ansätze auf dieses Thema zu begrenzen, weil also ich glaube, dran kommen müssen dieser Punkt, was wollen wir eigentlich erreichen, wenn wir Smart Living wollen, sozusagen auch. Gibt es da, weil es hat ja in dem letzten Vortrag auch noch gesagt, dass die ganzen Daten, die ja auch von Forschung logischerweise getrieben wird, muss man ja auch mal kritisch sagen, aber auch sozusagen, was dann ja die Produktion im Endeffekt damit schafft. Wie kann man vielleicht da auch nochmal intervenieren? Also, ja. Ich könnte, also einfach nur rein aus der technischen Perspektive, stellt sich ja die Frage, es gibt Sensoren, die nehmen Daten, also die haben Daten, die werden irgendwie verarbeitet und dann gibt es quasi ein anderes Teil, was dann irgendeine Handlung auslöst, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist sozusagen die sehr abstrakte Technik, die dann funktioniert. Die Frage ist ja, und das muss ja nicht so sein, sind die Daten, werden die in eine Cloud geschickt, findet in der Cloud die Verarbeitung statt, werden die Daten wieder zurückgeschickt, was passiert mit den Daten in der Cloud? Das ist jetzt der Worst Case, ich vermute da, hast du so ein bisschen darauf abgezielt. Das ist aber nur eine Anwendungsmöglichkeit, wie sozusagen verschiedene Steuerungsmechanismen in der Wohnung funktionieren können. Es ist auch möglich und es wird auch heute vertrieben, aber das sind natürlich nicht die Billo-Geräte, in Anführungsstrichen, die man sich jetzt im Baumarkt kaufen kann. Es ist quasi möglich, ein Smart Home auszurüsten, wo im Rahmen des, wo sozusagen über die Sensorik auch genauso gearbeitet wird, aber es werden weder Daten gespeichert, noch gehen die in die Cloud, noch sorgen die für sonderlich viel Datenmüll. Also das ist quasi alles möglich in dem Moment und dieser ganze Datenschutzdiskussion, die müsste eigentlich nicht sein. Das kann ich vielleicht einfach nur aus der technischen Perspektive sagen. Danke. Rieke. Genau, ich habe dazu jetzt auch keine Zahlen, aber das ist natürlich halt nicht die Praxis. Also die meiste Steuerung von Smart Home läuft halt über Google Home oder Alexa und die sammeln natürlich die Daten mit. Und wir wissen mittlerweile ja auch, dass Daten, die einmal eingesammelt sind, die werden natürlich auch gespeichert und ausgelesen und daraus werden Profile erstellt. Und das ist alles auch nochmal
auch eine ökologische Komponente, die da dranhängt, weil da hängt ja eine riesige Infrastruktur dahinter. Genau. Also in der Praxis, darauf haben wir jetzt hier in dieser Fishbowl nicht so den Fokus gelegt, aber in der Praxis ist es schon so, dass das natürlich, wir geben einen total großen Einblick in unser Zuhause, gerade mit den Geräten, die halt nicht an der Heizung sind, sondern die wir mit Sprachsteuerung bedienen, die auch was mit, weiß ich nicht, mit Entertainment zu tun haben, aber auch einfach mit dem Alltag, den wir so erleben. Darüber kann ganz, ganz viel über uns ausgelesen werden. Genau. Danke, Rieke. Namela, vielleicht auch noch ganz ergänzen? Kurz, genau. Also in den, den WissenschaftlerInnen, mit denen ich auch noch mal so gesprochen habe zu dem Thema, so, ne, kann man diesen Energieverbrauch, der durch die Datenverarbeitung entsteht, kann man den eigentlich mal beziffern und dann berechnet, was entsteht, wenn man Bildchen hin und her schickt etc. pp. Das ist alles super wenig. Das Problem sind vor allem die Videos. Aber Sie sagen, naja, aber was halt in den Rechenzentren dann rumgeschoben wird an Daten, kann man, ist es einfach eine Blackbox, also wir wissen nicht, was damit passiert. Und dann kommt ja noch ein anderer indirekter Effekt. Was wird denn mit den Daten gemacht? Die Unternehmen wollen das ja, um irgendwas weiter abzusetzen. Das heißt, es ist Teil der Konsummaschine und das sind alles Effekte, die sind so undurchschaubar. Und also so, ne, ich weiß auch nicht, wie man es erfassen könnte. Das ist, wird halt so hingenommen. Ne? Also so neben allen Datenschutzbedenken, so, ne? Wer hört da mit oder wer hat Zugriff auf mein Türschloss, lässt Google mich dann noch rein oder vielleicht auch irgendwann nicht. So, ne? Also ich meine, da gibt es ja auch alle möglichen Horrorszenarien, die man sich vorstellen kann, auch mit gezielten Angriffen etc. pp. Aber auch aus der ökologischen Perspektive, es ist eine Blackbox und es ist irgendwie nicht, bisher nicht politisch nicht ausreichend reguliert. Wäre auch schön, wenn jemand eine Idee hat, wie man noch besser drankommen könnte. Also ich denke nur, bei Ökodesign könnte man, also man könnte festlegen, wie viele Datenströme dürfen irgendwo fließen, aber in den Regulatorien bin ich sonst auch nicht tief genug drin. Also wenn da jemand Ideen hat, her damit. Danke. Und das klingt schon so an. Unser Zusammenleben mit der Technik und auch die Sicherheit, ob die noch gewährleistet bleibt. Also ökologisch haben wir gesehen, ist es auf vielen und von vielen Aspekten aus betrachtet eher so ein bisschen ernüchternd. Und gleichzeitig gibt es eben dieses Versprechen von, wir haben es auch schon gehört, von den Wortmeldungen, von Gesundheit, von Barrierefreiheit, was könnte Digitalisierung zu Hause uns noch so bringen. Und Friederike, du hast ja genau dazu erforscht, was sind denn so die Erwartungen von NutzerInnen an ein Smart Home? Also wir haben Interviews geführt mit Menschen, die also ein Smart Home haben, mindestens mit einer smarten Heizungssteuerung und haben haben unterschiedliche Leute gefragt, also sowohl Menschen, die viel Geräte haben, als auch die Menschen, die wenig Geräte haben. Und was man schon sagen kann, also die übergreifenden Erwartungen sind schon halt sowas wie, das soll den Alltag erleichtern, das soll den Komfort erhöhen, man soll sich nicht mehr so viel, also man soll das Gefühl haben, dass das Zuhause sicher ist. Und was wir eben auch gefunden haben, ist so dieses von außen die Kontrolle über das Zuhause zu haben. Also dass man halt gucken kann, also man hat dann zum Beispiel irgendwie ein Haustier oder irgendwas zu Hause und hat dann eben eine Kamera und dann sieht man, ah, alles okay. Also so dieses, das Gefühl von Sicherheit sozusagen zu haben, so, das ist, glaube ich, dadurch, dass man eben von außen jederzeit sozusagen auf das Zuhause zugreifen kann. Und was ich da ganz interessant fand, also ich habe mir halt angeguckt, so die Vision von der Smart-Home-Industrie, von Nutzern und von der Politik und habe halt geguckt, wie wird sozusagen das Smart-Home gerechtfertigt, so legitimiert. Und in dem, was die Nutzer gesagt haben und Nutzerinnen, was sie erwarten und was sie erhoffen und was sie versprechen, steckt ganz viel von dem drin, was eben auch die Industrie sozusagen an Visionen produziert. Also da sieht man halt schon, dass es auch ein ziemlicher Marketingerfolg ist sozusagen. Ne? Also wenn man sich halt so ein bisschen anguckt, was die Unternehmen versprechen, eben ist es genau das. Ja, man kann entspannt in den Urlaub fahren und so weiter und man muss sich dann keine Gedanken mehr über das Zuhause machen und weiß halt, dass immer alles sicher ist und auch genau diese Versprechung von wegen, ja,
ich muss die Oma nicht anrufen und fragen, ob es ihr gut geht, weil dann fühlt sie sich ja vielleicht irgendwie so ein bisschen komisch, sondern ich kann sie ja jederzeit überwachen und dann weiß ich immer, ob es ihr gut geht. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Und selbst sozusagen im Hinblick auf Familienmitglieder. Also ich finde halt, und ich glaube, und das ist auch, finde ich, ein Thema, was jetzt immer mehr diskutiert wird, auch so in der Smart-Home-Forschung, so ein bisschen diese Frage, was verändert das eigentlich auch auf so einer sozialen Ebene im Haushalt, wenn man die Möglichkeit hat, permanent alle zu überwachen? Also man muss sich halt schon mal vorstellen, was das bedeutet, wenn wir als 17-Jähriger, wenn unsere Eltern gewusst hätten, jedes Mal, wann wir nach Hause kommen, so, ne? Weil halt einfach es ein technisches System gibt, ne? Also man muss sich das halt schon mal vorstellen. Und tatsächlich, und ich fand es auch ganz interessant, dass aber auch sehr unkritisch sozusagen mit dieser Vision geworben wird. Also zum Beispiel für Kinder, ja, man kann ja dann so ein Gerät am Süßigkeitenschrank anbringen und das piept dann bei mir auf dem Handy, wenn das Kind an den Süßigkeitenschrank geht, wenn ich nicht zu Hause bin. Und das ist ja eine Vorstellung von Überwachung im privatesten Bereich, wo man sich halt schon ein bisschen fragen muss, will man das eigentlich? Und witzigerweise hatten wir das auch wirklich in unseren Interviews, dass dann jemand gesagt hat, ja, ist schon lustig, wenn die Frau dann anruft und sagt, du musst mal den Geschirrspüler aufräumen. Ich habe gerade eine Push-Nachricht gekriegt, das Programm ist fertig. Also, ne, das klang so ein bisschen lustig, aber im Grunde genommen ist das halt auch eine ziemliche Form von Überwachung. Und da wird halt auch immer mehr darüber diskutiert, was bedeutet das eigentlich und natürlich auch, was bedeutet das halt auch für sehr vulnerable Gruppen. Und ne, also gerade so, ich finde auch gerade dieses Thema Überwachung innerhalb der Familie und von Kindern und Jugendlichen, ich glaube, da müssen wir schon auch als Gesellschaft noch ein bisschen mehr darüber diskutieren, wie wir da eigentlich damit umgehen und ob das eigentlich sozusagen gerechtfertigt ist und ob wir da nicht tatsächlich auch in die Autonomie und Privatsphäre sozusagen auch von jungen Menschen eingreifen, wenn wir das eben zu stark technisch sozusagen fördern. Ja, danke. Sehr spannend auch nochmal das als Aspekt zu sehen. Wir beim Bund für Umwelt und Naturschutz beschäftigen uns viel mit dem Thema der sozial-ökologischen Transformation. Darunter verstehen wir eben den Umbau zu einer sozial gerechten Gesellschaft, auch die innerhalb der planetaren Grenzen sich bewegt. Und wenn man sich dann so die Zukunftsbilder, die wir jetzt so gehört haben von Friederike, sowohl aus der Industrie als auch von den potenziellen NutzerInnen so anhört. Inwieweit passt das zusammen und welche Rolle kann dann Smart Living in der sozial-ökologischen Transformation überhaupt einnehmen? Das fände ich nochmal spannend, von euch allen Vieren einmal zu hören, mit Blick auf die Zeit. Wir wollen ja auch noch über unsere politischen Forderungen sprechen, also mit der Bitte um prägnante Statements. Würde ich mal einmal andersrum anfangen, einmal bei Rike, dass wir mal so die Runde machen. Okay, ich probiere es ganz kurz zu machen. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, Friederike, ist ein so wichtiger Aspekt in dieser gesamten Diskussion. So, was wollen wir damit eigentlich erreichen und was verbinden wir damit? Und ich finde das auch erschreckend und beeindruckend, wie sehr wir halt immer wieder zu diesen Technofixes zurückkommen. Gerade in der Werbung zu Smart Home geht es halt ganz häufig darum, dass wir eigentlich Sorgearbeit ersetzen wollen. Also wir wissen, dass wir zu wenig Zeit haben für zum Beispiel die Pflege von Angehörigen, dass wir auch einfach dass unser System gesellschaftlich für Pflege nicht gut funktioniert. Und dieses Angebot, das über digitale Technik zu lösen, ist total attraktiv. Aber ich finde, es ist halt auch eine Scheinlösung, strukturell was zum Beispiel daran zu ändern. Ich finde, das Thema Sicherheit ist immer so, es wird ja auch gerne vorgeschoben, also wie sicher fühlen wir uns zu Hause, aber ja, macht es wirklich das smarte Schloss besser oder macht es was besser, indem wir zum Beispiel in Nachbarschaften investieren? Oder wenn wir sagen, wir wollen das merken, wenn unsere Großmutter stürzt, warum ist sie eigentlich alleine, wenn sie darauf so angewiesen ist? Also wo müssen wir die Veränderungen politisch angehen? Ist es wirklich auf der technischen Ebene oder sind es gesellschaftspolitische Veränderungen, die wir brauchen? Das finde ich total wichtig in Bezug auf sozial-ökologische Transformation. Ist auch viel ökologisch viel sparsamer, auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel mehr Zeit hat im Alltag für Sorgearbeit.
Danke, Rike. Ja, ich glaube insgesamt, was wir so aus der ökologischen Perspektive uns vorstellen an dem guten Leben für alle und dem ökologisch verträglichen Leben für alle, da gibt es, also das ist meistens eben auch mit einer Lösung für soziale Ungerechtigkeiten und Probleme. Also da geht es ja zusammen, Soziales und Ökologisches. Und ich glaube einfach bei der Digitalisierung, die ist nur so gut, wie die Menschen die Ziele setzen. Und sie ist einfach ein Werkzeug und sie ist kein Ziel an sich und keine Lösung für sich selber. Und deswegen finde ich die Diskussion immer so komisch, so was kann uns die Digitalisierung da bringen? Ich würde erst mal fragen, was wollen wir denn und wo wollen wir hin? Wollen wir, dass Menschen weniger Produkte besitzen und die Produkte, die sie haben, lange besitzen und die Produkte, die sie haben, auch reparieren können und vielleicht zum Beispiel auch teilen. Da gibt es sicher digitale Lösungen, die dabei helfen können, aber wir haben ja dieses Ziel noch gar nicht formuliert, sondern die Wirtschaft formuliert ihr Ziel, bitte ganz viele Produkte irgendwie absetzen und die Wirtschaft wächst und da ist ja so ein neuer Markt irgendwie ganz praktisch. Und dann gucken wir danach, wie wir es ökologisch reparieren können. Also ich glaube wirklich, wir müssen, deswegen wäre ich so Digitalisierungsdiskussionen immer ab mit, wir müssen eigentlich wirklich erstmal über die Ziele sprechen und dann können wir gucken, wie kann Digitalisierung helfen. Danke. Zwischenapplaus. Zwischenapplaus. Friederike. Ja, also ich glaube, genau, aus so einer Perspektive der sozial-ökologischen Transformation sozusagen oder vielleicht auch der Transformationsforschung, ich glaube, dieser Aspekt ist zum einen total wichtig, also nicht so dieses technische Lösung sucht Problem, sondern was haben wir denn eigentlich für ein gesellschaftliches Problem und was müsste man eigentlich tun, um dieses Problem zu lösen? Und was ich aber auch wahnsinnig wichtig finde, das hatten wir ja gestern auf dem Auftaktpanel auch schon so ein bisschen, wie wird eigentlich Innovations- und Technologiepolitik gemacht. Also das ist halt Wahnsinn, gerade bei diesem Bereich Smart Home, wenn man sich das anguckt, wie sehr dann die Politik mit diesem Narrativ, wir müssen jetzt, um die Klimaziele von Paris zu erreichen, Smart Home Technologien fördern. Und da denkt man sich halt schon so, also irgendwie ist das so ein bisschen seltsam. Also das fand ich echt interessant. Ich habe, als ich das untersucht habe, das war die einzige Gruppe, die wirklich konsequent Klimaschutz, CO2-Emissionen, Einsparungen und so weiter gesagt hat. Noch nicht mal die Smart Home Hersteller selbst so sehr, sondern halt wirklich die Politik. Und das ist dann halt wirklich ein Problem. Also wenn dann sozusagen diese Erwartung, dass wir wirklich sehr, sehr viel für die Umwelt dafür tun können oder mehr, als es vielleicht tatsächlich möglich ist, wenn das dann in die Technologieförderung geht und die Akteure, die Technologieförderung machen, das übernehmen, dann ist es halt natürlich wahnsinnig schwierig, das dann wieder in eine richtige Richtung zu lenken. Und wenn es dann wirklich so ist, dass es geht, datenschutzfreundlich und so weiter, dann warum macht man das dann nicht? Ne? Also das ist halt so ein bisschen, also da muss man, glaube ich, wirklich, das finde ich halt wahnsinnig wichtig, dass man sich das halt auch immer nochmal anguckt und sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich sozusagen diese sozial-ökologische Transformation wollen, wie kriegen wir das denn auch in die Technologie, Innovationspolitik und vielleicht auch in die Wirtschaftsförderung rein? Danke. Ja, ich kann es jetzt eigentlich nur noch mal zusammenfassen, was im Grunde genommen vor allem Irmela und Friederike jetzt gerade noch mal gesagt haben. Klare Zielsetzung, faires, gerechtes Leben aller innerhalb der planetaren Grenzen. Dann gucken, wo gibt es Potenziale von Technologien oder auch nicht technische Lösungsansätze, um eben das faire, gerechte Leben innerhalb der planetaren Grenzen zu ermöglichen. Und dann als dritten Punkt, der kam vor allen Dingen von dir jetzt gerade rein, wenn es sich dann anbietet, dass gegebenenfalls digitale Lösungen ein Potenzial bieten, dann aber auch eine Digitalisierung, die Prinzipien der sozial-ökologischen Transformation folgt. Sie ist fair, sie ist gerecht, sie ist nutzersouverän, sie ist resilient, sie ist updatefähig, suffizient und so weiter und so fort. Wenn das sozusagen alles zusammenkommt, dann ist sicherlich vieles möglich, aber eben jetzt nicht, was Irmela gerade sagte, Digitalisierung um jeden Preis, denn dann werden wir vielleicht irgendwie was schaffen. Das ist, denke ich, vollkommen der falsche Ansatz. Danke. Vielen Dank. Wir haben es jetzt genau eine Minute vor halb. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch immer den Anspruch, nochmal ganz konkret in die Aktion zu gehen und Forderungen zu formulieren. Gibt es hier nochmal unter euch Vieren ganz konkrete politische Forderungen, die ihr gerne noch einmal artikulieren möchtet, damit wir die alle auch mit nach Hause nehmen können?
Ich kann gleich was rausholen. Also Stopp mit reiner Wirtschaftsforschung, Förderung, reiner Wirtschaftsförderung, die nicht an sozialen und ökologischen Kriterien ausgerichtet ist und das Ziel hat, der Transformation was Gutes zu tun und Umweltverbände beteiligen und auch mal die alternative Tech-Szene beteiligen an der Entwicklung von politischen Programmen. Ich glaube, wir sind da beide immer nicht mit dabei. Von euch? Klare Normen schaffen. Was ist Smart Home? Was darf sich vernetztes Gerät nennen? Was soll sozusagen unter diesen sozial-ökologisch transformativen Prämissen vernetzt sein, was nicht, und nicht einfach einen ungeschützten Begriff frei herausgeben. Jeder Hersteller kann Smart Home sagen und dann sagen, wird auch noch politisch gesagt, und das wollen wir fördern, denn wir können Ressourcen sparen. Vielen Dank. Vielleicht eine Ergänzung. In unserem Papier stehen ganz viele Forderungen. Ja, genau, das liegt hier vorne. Danke. Wir haben es ein paar Mal ausgedruckt, denn es ist nur digital erhältlich. Sie finden auch einen QR-Code, glaube ich. Da vorne in den blauen. Habt ihr es getestet? Funktioniert? Funktioniert. Das heißt, es lässt sich auch papierfrei unterwegs lesen. Und vielen Dank an die ReferentInnen, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und vielen Dank auch ans Publikum für diese sehr aktive Teilnahme. Also wir haben dann doch noch die Fishbowl hinbekommen, ob zwar dieses schwierigen Raumes für unsere Vorstellung. Vielen, vielen Dank und noch ganz viel Freude auf der Konferenz.